Wir starten jetzt mit Top 1 der Fragestunde und ich darf zunächst Frau Christiane Böhm das Wort geben mit der Frage 747. Frau Präsidentin, ich werde die Frage stellen. Vielen Dank. Ich frage die Landesregierung, inwieweit beabsichtigt sie bei der Personalverstärkung im Bereich Justiz die Vollzugsanstalten zu berücksichtigen? Vielen Dank. Ich darf das Wort Herrn Professor Poseck geben. Sehr geehrte Frau Abgeordnete Böhm, der Hessische Landtag wird morgen über den Entwurf des Doppelhaushaltes 2023-2024 beraten. In diesem Entwurf sind insgesamt 477 zusätzliche Stellen für die hessische Justiz vorgesehen. Dabei entfallen 43 Stellen auf den Justizvollzug. 24 Stellen sind dabei für den allgemeinen Vollzugsdienst vorgesehen. Vielen Dank. Ich sehe, es gibt eine Nachfrage bei Frau Abgeordnete Heimer. Ja, vielen Dank, Frau Präsidentin. Planen Sie, eine Tätigkeit im allgemeinen Vollzugsdienst attraktiver zu machen, damit die vielen unbesetzten Stellen auch besetzt werden können, zum Beispiel durch eine Erhöhung der Vergütung? Das Wort hat wieder der Justizminister. Wir waren ja gemeinsam bei der Veranstaltung des BSBD in Butzbach, bei der auch über die Attraktivität der Arbeitsbedingungen gesprochen wurde. Selbstverständlich ist das ein Dauerthema, das wir auch in den Blick nehmen. Dabei spielt auch die Besoldungsfrage immer eine Rolle. Ich will darauf hinweisen, dass das Land Hessen die Besoldung durch Besoldungserhöhungen und Besoldungsanpassungen für die Beamtinnen und Beamten erhöhen wird. Darüber hinaus will ich deutlich machen, dass wir im Bereich des Justizvollzuges eine relativ gute Besetzungsquote haben. Wie sich aus der Antwort zu einer Parlamentsanfrage ergibt, liegt der Besetzungsgrad insgesamt bei mehr als 95%. Das ist, glaube ich, im Quervergleich immer noch ein relativ guter Besetzungsgrad. Vielen Dank. Mir liegt eine Nachfrage des Abgeordneten Gar vor. Ja, vielen Dank. Sehr geehrte Frau Präsidentin, sehr geehrter Herr Staatsminister, da Sie gerade den Landesgewerkschaftstag des BSBD angesprochen haben, werden Sie sicherlich noch an die flammende Rede der Landesvorsitzenden erinnern. Und Sie haben die Stellensituation ja auch gerade schon genannt, dass im Haushalt Stellen eingeplant sind. Glauben Sie, vor dem Hintergrund der Informationen, die Sie am Gewerkschaftstag erhalten haben, dass die Bemühungen der Landesregierung ausreichend sind? Vielen Dank. Das Wort hat der Justizminister. Die Bemühungen sind kraftvoll und deshalb bin ich fest davon überzeugt, dass sie ausreichend sind. Wir haben einen sehr gut funktionierenden Justizvollzug, der von sehr engagierten Bediensteten getragen wird. Und die zusätzliche Verstärkung um 43 Stellen ist eine erhebliche personelle Verstärkung. Sie ist deutlich größer, als sie zum Beispiel in früheren Jahren gewesen ist. Vielen Dank. Damit rufe ich die nächste Frage auf. Das ist die Frage 748 und gebe das Wort an Frau Böhm. Sehr geehrte Frau Vorsitzende, Frau Präsidentin, vielen Dank. Ich frage die Landesregierung, welche Bedeutung hat Georg Büchner für Ihre, das Ihre wäre, sollte eigentlich groß geschrieben sein, Kulturpolitik? Vielen Dank. Ich darf das Wort an Frau Ministerin Dorn geben. Sehr geehrte Frau Abgeordnete Böhm, Georg Büchner gehört zweifelsohne zu den großen deutschsprachigen Autoren des 19. Jahrhunderts. Seine Dramen gehören bis heute zum Theaterrepertoire vieler Bühnen. Sein Werk ist sowohl fester Bestandteil im Kanon des Schulunterrichts als auch Gegenstand von Lehre und Forschung an Universitäten, auch an hessischen Universitäten. So ist beispielsweise das Damenfragment, das der 23-jährige Georg Büchner kurz vor seinem Tod 1837 verfasste, eines der meistgespielten Dramen der Moderne. Das Erbe Georg Büchners, seine Werte und seine Werke für die nachfolgenden Generationen zu bewahren, ist daher eine besondere Verpflichtung für die Landesregierung. Und aus diesem Grunde bestehen in Hessen zahlreiche Förderungen für Institutionen und Projekte,
die im Zusammenhang mit Georg Büchner stehen. Ich nenne als erstes den Georg-Büchner-Preis, der renommierteste Literaturpreis im deutschen Sprachraum. Er wird je zu einem Drittel von der Stadt Darmstadt, dem Land und dem Bund finanziert. Das sind je 16.700 Euro. Dann haben wir den 2020 neu gegründeten Verein Büchner findet statt. Das ist Ihnen ja sicherlich sehr bekannt. Ein Zusammenschluss aus Büchnerhaus e.V. und Büchnerbühne e.V., der von Beginn an eine jährliche Projektförderung erhält. Dann gibt es die Forschungsstelle Georg Büchner Universität Marburg. Die wurde zum Aufbau der Digitalisierung und für die Online-Publikation der Marburger Büchner-Ausgabe über 4 Jahre mit insgesamt 100.000 Euro gefördert. Und zudem gehören an den verschiedenen Theatern und Staatstheatern die Theaterstücke Georg Büchners. Dazu werden durch das Land gefördert. Seit 2019 waren die Stücke am Landestheater Marburg, der Büchnerbühne Riedstadt, dem Stadttheater Gießen sowie den Staatstheatern Kassel und Wiesbaden. Vielen Dank. Es gibt eine Nachfrage von Frau Böhm. Ja, vielen Dank für diese Antwort, Frau Staatsministerin Dorn. Ich freue mich, dass Sie dass Sie Georg Büchner so wertschätzen. Allerdings, wie schätzen Sie jetzt diese Würdigung des Landes im Verhältnis so mit anderen bedeutenden Personen in Deutschland an? Ich habe mir nur mal die Webseite angeguckt, wo drauf steht, welche wichtigen Personen hier in wichtigen kulturhistorischen Literaten in Hessen sind. Da steht dann Wilhelm Busch und sowas. Aber Georg Büchner finde ich da nicht drauf. Wie schätzen Sie denn die Würdigung ein? Meinen Sie, sie wäre dem Erbe tatsächlich entsprechend? Danke. Ich darf das Wort an Frau Ministerin Dorn geben. Vielen Dank. Ich habe die Frage so verstanden, ob die Würdigung im Vergleich zu anderen Autorinnen und Autoren, die in Hessen eine besondere Bedeutung haben, entsprechend angemessen ist. Ich tue mir als Kulturministerin sehr schwer, eine Rangreihe zu bilden in der Bedeutung. Ich glaube, das geht allen Kulturpolitikern und Kulturpolitikern hier gleichermaßen. Deswegen ist die Frage einer Angemessenheit dann damit auch entsprechend schwer zu beantworten. Was ich auf jeden Fall sagen kann, ist, dass wir natürlich das Erbe von Goethe ganz besonders hier in Hessen ganz besonders verpflichtet sind, aber auch den Brüder Grimm, die entsprechend im Brüder Grimm-Haus in Steinau entsprechend dann Unterstützung bekommen im Rahmen von dem kommunalen Finanzausgleich. Wir haben für Goethe ja entsprechend das Frankfurter Goethe-Haus, das selbst keine institutionelle Förderung bekommt, aber über das Freie Deutsche Hochstift. Insofern ist unsere Förderung sehr breit. Ganz wichtig empfinde ich aber hier tatsächlich diesen Zusammenschluss von der Büchnerbühne und dem Verein Büchner findet statt, die sich hier ja aufgemacht haben, genau für dieses Erbe einen ganz besonderen Platz zu erstreiten. Dafür gibt es ja schon seit 2020, seitdem sie sich gegründet haben, genau diese Projektförderung. Das Ziel ist, eine institutionelle Förderung zu erreichen von diesem Verein, auch von den von den Seiten der Koalition, die auch diesen Antrag damals auch eingebracht hat. Und da sind wir weiter in guten Gesprächen. Im Moment ist es eine Projektförderung, aber mit dem Ziel, erstens bleibt es im Haushalt bestehen und zweitens mit dem Ziel, auch weiter in Gesprächen zu sein über die Frage, wie wir da auch eine institutionelle Förderung hinbekommen können. Wie bei allen anderen Vereinen hat es aber natürlich dann auch Voraussetzungen. Vielen Dank. Als nächstes gibt es eine Nachfrage von Herrn Dr. Grobe. Ich frage die Landesregierung, der Burschenschafter Büchner hatte im hessischen Landboten über den Blutzehnten gesprochen, der von den Herrschern abgeverlangt wurde. Heute sind wir beim Blutzweiten. Müssen wir heute auch flüchten, wenn wir die Landesregierung kritisieren und wir vom Verfassungsschutz als Delegitimierer angesetzt werden? Frau Ministerin, Sie haben wieder das Wort. Ich maße mir als Kulturministerin nicht an, zu werten, wie Georg Büchner diesen Vergleich selbst bewertet hätte. Und es gibt eine weitere Nachfrage. Ich darf das Wort Herrn Dr. Naas geben. Präsidentin, ich komme noch mal zurück auf Georg Büchner, nicht Goethe, ist ja ein sehr moderner Autor. Und deswegen meine Frage, gibt es denn noch Möglichkeiten der Landesregierung, vielleicht auch die authentischen Orte, die wir in Hessen haben, also nicht nur das Georg-Büchner-Haus, sondern auch das Umfeld der Familie und die einzelnen sozusagen Stätten seines Lebens noch mal besonders zu fördern und auch noch mal besonders zu würdigen? Vielen Dank. Das Wort hat die Ministerin.
Wir sind natürlich auch immer entsprechend darauf angewiesen, welche Initiativen mit welchen Partnern genau an diesen Stellen zusammengearbeitet werden kann. Diese Institution, die ich gerade entsprechend genannt habe, hat ja genau das Ziel, sein Wirken, sein Werk in Hessen, seine Fußspuren sozusagen wieder gegenwärtig zu machen. Deswegen sind das für uns gerade ganz wesentliche Ansprechpartner. Und selbstverständlich sind wir für weitere Gespräche offen im Rahmen dessen, was sich auch finanziell dann entsprechend darstellen kann. Aber über die Bedeutung dieses wichtigen Schriftstellers sind wir uns sehr bewusst und sehr dankbar, dass wir einen solchen in unserem Bundesland beheimatet hatten und sein Erbe damit bewahren wollen. Und nun hat Frau Abgeordnete Böhm noch mal das Wort. Ja, danke schön. Vielen Dank auch noch mal auf den Hinweis der Förderung. Wir haben ja schließlich eine Büchnerstadt in Hessen und das ist Riedstadt. Die Frage ist, welche Hürden sind denn noch da, um zu dieser institutionellen Förderung der Büchner findet statt zu kommen? Weil meines Erachtens der Verein, die Gründung des Vereines und alles, was getan worden ist, eigentlich den Anforderungen der Landesregierung entsprochen hat, denen ich mir nicht klar ist, wo die Hürden jetzt liegen. Vielen Dank. Das Wort hat die Ministerin. Ja, vielen Dank für die Frage, die ich auch gerne beantworte. Also wichtig ist erstmal, dass die Projektförderung, die bisher ja im Bereich von 75.000 Euro in den Jahren 2020 bis 2022 entsprechend vorgenommen sind, dass diese Projektförderung weiterhin abgebildet werden soll. Die Institution Büchner findet statt, hat sich mit einer Machbarkeitsstudie an uns gewandt. Zu dieser Machbarkeitsstudie gibt es noch erheblichen Fragebedarf, weil schlicht zum Beispiel eine Menge an neuen Ideen, aber die Umsetzungspläne dafür noch nicht vorhanden sind. Dazu gab es im September mit dem HMWK ein sehr konstruktives Gespräch, weil wir wie bei jeder anderen Institution auch darauf angewiesen sind, dass dass Ideen zu echten Plänen werden, zu konkreten, umsetzbaren Möglichkeiten. Und genau über diese Punkte sind wir im Moment, wie ich höre, sehr konstruktiven Gesprächen. Vielen Dank. Damit kommen wir zur nächsten Frage. Ich rufe auf Frage 751 und darf Herrn Abgeordneten Degen das Wort geben. Ja, ich frage die Landesregierung, wann wurde zuletzt flächendeckend überprüft, ob alle Ersatzschulen in Hessen das Sonderungsverbot einhalten? Vielen Dank. Damit gebe ich das Wort an den Kultusminister, Herrn Professor Lorz. Herr Abgeordneter Degen, zunächst wird ja immer im Rahmen des Verfahrens zur Genehmigung einer Ersatzschule eine individuelle Prüfung der Einhaltung des Sonderungsverbots vorgenommen. Darüber hinaus werden aber alle hessischen Ersatzschulen turnusgemäß alle 3 Jahre nach dem Erlass Schulgeldforderungen der Ersatzschulen überprüft. Die letzte flächendeckende Überprüfung aller Schulgelder an Ersatzschulen durch die staatlichen Schulämter wurde seitens meines Hauses zum Stichtag 13. Juni 2022 veranlasst. Da gibt es eine Nachfrage. Ich gebe Herrn Degen wieder das Wort. Ja, besten Dank, Herr Kultusminister, für die Antwort. Gab es denn bei dieser letzten Überprüfung denn Verstöße oder einfach Werte, die gegen das Sonderungsverbot verstoßen haben? Ist dabei etwas festgestellt worden? Herr Kultusminister, Sie haben das Wort. Nein, Herr Kollege Degen, bei dieser letzten flächendeckenden Überprüfung zum 13. Juni 2022 wurden keine Beanstandungen festgestellt. Jetzt kommen wir zur nächsten Frage. Das ist die Frage 752 und ich darf Herrn Schalauske das Wort geben. Vielen Dank, Frau Präsidentin. Ich frage die Landesregierung, wie ist der aktuelle Sachstand der Sanierung und Modernisierung der Park- und Schlossanlage Rauschholzhausen, welche als Public-Private-Partnership-Modell PPP erfolgen soll? Vielen Dank. Ich darf das Wort an den Finanzminister Herrn Boddenberg geben. Herr Abgeordneter, das Schloss Rauschholzhausen ist aktuell eine Tagungsstätte der Justus-Liebig-Universität in Gießen und wird seit Jahren durch einen privaten Pächter betrieben. Außerdem befinden sich im Schloss Flächen des Bildungsseminars des Landesbetriebs Landwirtschaft Hessen. Insgesamt ist die Liegenschaft stark sanierungsbedürftig, das wissen Sie wahrscheinlich, sodass derzeit eine zeitgemäße Durchführung von Tagungen und ein wirtschaftlicher Beherbergungsbetrieb nur schwer darstellbar sind. Hauptziel der Sanierungsmaßnahme ist die Pflege und Erhaltung des Schlosses Rauschholzhausen als Denkmal des Landes Hessen.
Für die Gesamtanlage des Schlosses und seiner Nebengebäude wurden Gutachten zur Nutzung als Hotel- und Veranstaltungsort erstellt. Darüber hinaus wurden die landesseitigen Bedarfe innerhalb und außerhalb der Hochschule geklärt. In Folge wurde die Zielsetzung des Projektes angepasst. Vorgesehen ist jetzt, dass das Land Hessen Haus 8 und Alte Mühle im Rahmen eines Eigenbaus kurzfristig für die Zwecke des Landesbetriebs Landwirtschaft Hessen herrichtet. Nach Auszug des Landesbetriebs ist für Schloss und Haus 4, das ist das Gebäude an der Höhinger Straße, die Umsetzung im Rahmen eines Kooperationsmodells, ehemals PPP, vorgesehen, wobei das Eigentum beim Land Hessen verbleibt und der private Partner neben der Sanierung auch über 30 Jahre die Bauunterhaltungsverpflichtungen mit einer jährlichen Rate übernimmt. Dabei sollen die Gebäude zur Nutzung als Beherbergungs-, Gastronomie- und Veranstaltungsbetrieb saniert werden. Nach der Sanierung durch den privaten Partner sollen diese beiden Gebäude wie auch andere Schlösser des Landes als Tagungs- und Veranstaltungsort an einen Pächter übergeben werden. Es ist vorgesehen, dass die Justus-Liebig-Universität Gießen und die weiteren mittelhessischen Hochschulen die Räumlichkeiten prioritär unter der Woche nutzen. Darüber hinaus besteht die Möglichkeit zur Buchung durch Privatpersonen, zum Beispiel für Hochzeiten und andere Feierlichkeiten. Durch dieses Kooperationsmodell erhalten die mittelhessischen Hochschulen sowie sonstige Landeseinrichtungen die Möglichkeit, moderne Tagungsflächen in einem hessischen Denkmal bedarfsgerecht zu buchen. Gleichzeitig wird die Justus-Liebig-Universität Gießen von den derzeitigen Bauunterhaltungsverpflichtungen für die Liegenschaften befreit. Auf der Basis dieser Zielsetzungen wurde ein Generalplaner beauftragt, der inzwischen einen Bauantrag für die Sanierung des Hotelbetriebs eingereicht hat. Vielen Dank. Zunächst darf ich für die weitere Nachfrage das Wort an Herrn Dr. Naas geben. Ja, vielen Dank, Frau Präsidentin, Herr Staatsminister. Mich würde die Situation der bisherigen Pächterin interessieren. Wie weit ist sie denn in diese Planung eingebunden und welche finanziellen Hilfen sind bisher erfolgt? Und ist geplant, dass sie auch weiterhin die Möglichkeit hat, auch dann das sanierte Objekt zu pachten. Herr Staatsminister, Sie haben das Wort. Dr. Naas, bevor ich Ihnen jetzt was Falsches sage, wäre ich dankbar, wenn ich das nachreichen könnte, weil ich tatsächlich nur rudimentär das ein oder andere Ihrer Frage jetzt beantworten könnte. Ich habe selber ein sehr, sehr intensives Gespräch mit dem Präsidenten der Hochschule geführt. Das ist ja erstmal die wichtigere Frage, wie geht es mit der Sanierung weiter? Auch ja, das mache ich auch übrigens hin und wieder und insofern wäre ich dankbar, wenn ich dazu jetzt gar nichts sagen muss, weil ich dann erkundigen müsste, wie das Partverhältnis gelaufen ist und ob es möglicherweise auf der einen oder anderen Seite dort auch Interessenlagen oder Störungen, was auch immer gegeben hat. Also das würde ich gerne nachreichen, wenn es für Sie okay ist. Ich rufe die nächste Nachfrage auf. Herr Abgeordneter Schalauske, Sie haben das Wort. Ja, vielen Dank, Herr Staatsminister, für die Beantwortung der Frage. Meine erste Nachfrage bezieht sich auf Ihre Ausführungen, dass die Vorteile für das Land Hessen im Rahmen des Kooperationsmodells, wie Sie es nennen, ja die Bereitstellung von modernen Tagungsflächen in einem hessischen Denkmal darstellen würden. Ihre Kollegin Staatsministerin Dorn hat in der Antwort auf eine kleine Anfrage der FDP-Fraktion ausgeführt, dass sie die Chancen des PPP-Modells insbesondere darin sieht, die Strahlkraft dieses einmaligen Ensembles weiter zu erhöhen. Ich frage Sie, warum ist es nicht unter Landesregie möglich, diese Tagungsflächen bereitzustellen und ist es nicht unter Landesregie möglich, eine entsprechende Strahlkraft zu entfalten? Herr Staatsminister, Sie haben das Wort. Wenn ich Ihre Frage vielleicht zweigeteilt beantworten kann. Erstmal passt da zwischen uns kein Blatt. Das sage ich jetzt mal so, weil das eine mit dem anderen ja nicht unbedingt bedeutet, dass wir über Schwarz-Weiß reden, sondern es ist genauso die Strahlkraft dieses Schlosses wie auch die mögliche Nutzung über moderne Flächen, die ich eben beschrieben habe. Also da gibt es überhaupt keinen Dissens, gar nicht. Das Zweite ist, Sie erlauben mir ja hin und wieder und geben das ja auch gerne zurück, etwas robuster zu antworten. Wenn es Ihnen nachging, würde ja fast alles im Staatsbetrieb unterhalten werden. Und in dem Fall sage ich ganz deutlich, macht sehr, sehr viel Sinn, dass man die Stärken auch privater Unternehmungen und Partner einbindet in ein solches Projekt, das von vornherein ein Zuschussprojekt ja ist. Alles das, was in Richtung Denkmalschutz geht und solcher Sanierungsaufwände, wie wir sie jetzt im Schloss Rauschhausen erneut, wie bei vielen anderen Liegenschaften vor Augen haben, glaube ich, macht es einfach Sinn, dass man am Ende zunächst mal schaut, wo soll die Reise hingehen. Und da glaube ich nach wie vor daran, dass die Einbindung privater Partner sehr klug ist und sich an vielen Stellen auch bewährt hat. So, jetzt darf ich noch mal für die nächste Nachfrage an Herrn Abgeordneten Schalauske weitergeben.
Vielen Dank. Ich hätte eine zweite Nachfrage zu einem bisschen anderem Themenkomplex. Und zwar, plant denn die hessische Landesregierung im Zusammenhang mit dieser Maßnahme Sanierung und Modernisierung Park- und Schlossanlage Rauschholzhausen auch die Bürgerinnen und Bürger und die Öffentlichkeit in Rauschholzhausen in die Entwicklung dieser Maßnahme einzubeziehen? Und für wann wäre eine öffentliche Informations- oder Anhörungsveranstaltung für die Menschen vor Ort geplant? Vielen Dank, Herr Staatsminister. Sie haben das Wort. Also ich kenne keinen solchen Termin. Ich weiß nicht, ob Sie davon gehört haben, aber dass dort sicherlich auch mit den Interessenten in der Region gesprochen wird, mit den Vertretern der kommunalen Seite, der Stadt wie auch der umliegenden Kommunen, gehe ich mal davon aus. Aber auch da würde ich Ihnen gerne noch mal nachreichen, damit ich hier nicht spekuliere, was dort an Gesprächen stattfindet. Ich glaube, das ist für die gesamte Region, das habe ich halt immer wieder erfahren müssen in den Gesprächen, die ich geführt habe, von großem Interesse. Und insofern gehe ich mal davon aus, dass auch entsprechend artikuliert wird, was um den Kirchturm, wenn ich das in dem Fall dann in Anlehnung an eine andere Baustelle, die wir auch hin und wieder haben, sagen darf, da wird es sicherlich vieles an Wünschen geben, die auch entsprechend Berücksichtigung finden, soweit es geht. Vielen Dank. Dann kommen wir jetzt zur Frage 753 und ich darf Herrn Abgeordneten Gaff das Wort geben. Herr Gaff, würden Sie? Genau, danke. Vielen Dank, verehrte Frau Präsidentin. Ich frage die Landesregierung, welche Veränderungen der Rahmenbedingungen für Straßensanierungsmaßnahmen plant sie? Vielen Dank. Ich darf Herrn Staatsminister Al-Wazir das Wort geben. Sehr geehrter Herr Abgeordneter, durch den Start der Sanierungsoffensive im Landesstraßenbau im Jahr 2016 hat die Landesregierung mit der Devise Sanierung vor Neubau einen neuen Rahmen für das Landesstraßenbauprogramm geschaffen. Wir investieren schrittweise in Einzelmaßnahmen, verfolgen dabei den von mir schon angesprochenen Grundsatz Sanierung vor Neubau. Es gibt eine Prioritätensetzung nach fachlichen, objektiven und transparenten Kriterien wie Verkehrssicherheit, Verkehrsbedeutung, Verkehrsqualität, Umfeldsituation und Straßenzustand. Eine weitere Veränderung der Rahmenbedingungen, die stattgefunden hat, sind die Mittel, die dafür bereitstehen. Wir hatten im Jahr 2013 noch 86,5 Millionen Euro für die hessischen Landesstraßen inklusive der Radwege an Landesstraßen und davon einen großen Teil für den Neubau. Jetzt im laufenden Jahr 2022 sind wir bei 150 Millionen Euro allein für die Landesstraßen und hier fast ausschließlich für die Sanierung. Wenn Sie den Entwurf des Doppelhaushalts sich betrachtet haben, sehen Sie, dass wir in dem nächsten Jahr, also 2023, erneut die Rekordsumme von 150 Millionen Euro zur Verfügung stellen wollen, wenn dieses Parlament diesen Beschluss so fasst und den Haushalt so beschließt. Und es ist ja ein Doppelhaushalt, im Jahr 2024 sogar die noch nie dagewesene Rekordsumme von 170 Millionen Euro und dann zuzüglich 17 Millionen Euro für den Radwegebau zur Verfügung stellt. Die Sanierungsoffensive ist ein Erfolgsmodell. Sie sehen, welche Rahmenbedingungen wir da verändert haben. Die Mittel werden weiter erhöht und deswegen sind wir sehr zufrieden damit, wie das läuft. Vielen Dank. Es gibt noch eine Nachfrage von Herrn Abgeordneten Gaff. Vielen Dank für die Antwort. Ich habe eine Nachfrage und zwar, wie bewerten Sie die Äußerung von Herrn Staatssekretär Deutschendorf bezüglich eines Informationsgesprächs vom 7.6.22 zur Sanierung der L3195, das ist die Ortsdurchfahrt in Langenbergheim, nachdem er die Informationen in die weitere politische Diskussion nehmen würde, die die Rahmenbedingungen der Sanierungsmaßnahmen verbessern und das Aufrücken von Sanierungsmaßnahmen ermöglichen soll? Herr Staatsminister, Sie haben das Wort. Sehr geehrter Herr Abgeordneter, also wir haben insgesamt in der Sanierungsoffensive über 1000 Projekte. Und ich weiß jetzt nicht, weil Sie sagten Ortsdurchfahrt, haben wir ebenfalls jetzt im zweiten Teil der Sanierungsoffensive, die haben wir ja fortgeschrieben und die haben wir gern ein besonderes Augenmerk auf Ortsdurchfahrten gelegt. Dort ist es so, dass wir die Baumaßnahmen ja koordinieren müssen mit den Kommunen, weil die in aller Regel
die Gelegenheit dann nutzen, ich sage jetzt mal Kanal und Wasser gleich mitzumachen. Wäre ja auch nicht klug, wenn man das dann direkt danach wieder aufreißen würde. Und deswegen kann ich mir vorstellen, dass es sich da um so etwas gehandelt habe. Aber ich kann Ihnen auch aus langjähriger Erfahrung sagen, Sie waren wahrscheinlich nicht dabei, ich war nicht dabei und nicht alles, was in der Zeitung steht, stimmt. Und hätten Sie vorher gesagt, um welche Ortsdurchfahrt es sich handelt, wir haben ja 7000 Kilometer Landesstraße, dann hätte ich auch mich besser auf genau diese Nachfrage vorbereiten können. So, ich darf als nächstes Herrn Dr. Naas das Wort geben für eine Nachfrage. Danke, Frau Präsidentin, Herr Staatsminister. Wenn doch die Rahmenbedingungen geändert wurden und doch alles so zum Besten bestellt ist, wie Sie das sagen, und doch vieles auch gleich mitgemacht wird, warum ist es dann nicht möglich gewesen, bei der Landesstraße nach Lorsbach von Hofheim aus den Radweg mitzumachen? Zumindest das hätte man doch von einem Grünen erwarten können. Herr Staatsminister, Sie haben das Wort. Sehr geehrter Herr Abgeordneter Dr. Naas, das erste Planfeststellungsverfahren zum Bau eines Radwegs an der Landesstraße 3011 zwischen der Kernstadt Hofheim und dem Ortsteil Lorsbach ist 1996 gestartet worden. Und offensichtlich ist man da nicht erfolgreich gewesen. Man hat es irgendwann eingestellt, weil man daran nicht vorbeikam. Wir haben dann das Problem, dass es nicht nur um den Radweg geht an der Landesstraße nach Lorsbach, sondern vor allem um die Landesstraße selbst. Die hat in der sogenannten Klärwerkskurve eine Stützmauer, die abgängig ist, die droht einzustürzen. Und bevor man den Radweg bauen kann, muss man erstmal dafür sorgen, dass die Landesstraße so saniert wird, dass sie weiterhin benutzbar ist. Sie kennen die Debatte um die dortige Vollsperrung, die für die Durchführung der Baumaßnahme nötig ist. Sie kennen vielleicht auch das Problem, dass man eine temporäre Verlegung, dafür hätte man Privatgrundstücke in Anspruch nehmen müssen, die nicht zur Verfügung gestellt wurden. Das bedauere ich, aber das ist nun mal das gute Recht eines jeden Eigentümers, ob er temporär eine Umleitung über sein Gelände erlaubt oder nicht. Und während der Sanierung der Stützmauer wird für den Abschnitt der Radweg gleich mit vorbereitet und das Planfeststellungsverfahren läuft quasi parallel. Und ich bin sehr sicher, dass dann, wenn die Landesstraße fertig ist, kurz danach auch mit den Baumaßnahmen für den Radweg begonnen werden kann, wenn niemand klagt. Das gehört immer dazu. Und zusätzlich füge ich hinzu, dass wir temporär einen Radweg machen. Der hat eigentlich Steigungen und Gefälle. Das ist, wenn ich es recht im Kopf habe, die Heinrichstraße oder der Heinrichweg. Es gibt nun als nächstes eine Nachfrage von Herrn Abgeordneten Gagel. Ja, vielen Dank, Frau Präsidentin. Herr Minister, Sie haben eben die Aufwendung für den Landesstraßenbau, insbesondere für die Sanierung, genannt und haben die Nominalsteigerung über die vergangenen letzten Jahre skizziert. Wenn ich mir allerdings die Baukostensteigerung gerade im Bereich Straßenbau anschaue, wird ein wesentlicher Teil der Nominalsteigerung durch Preissteigerungen letztendlich aufgefressen. Und letztendlich müsste man eine reale Betrachtung machen. Meine Frage ist, ob denn die Landesregierung, wenn man die Inflation quasi herausrechnet, diese Aufwendung trotzdem noch für ausreichend hält oder müsste man da nicht eigentlich noch mehr tun? Herr Staatsminister, Sie haben das Wort. Sehr geehrter Herr Abgeordneter, ich meine mich zu erinnern, dass der Abgeordnete Dr. Naas vor einem oder anderthalb Jahren dazu eine kleine Anfrage gestellt hat. Und dort ist sogar in Tabellen aufgeführt, wie sich die Nominalsteigerung zur Inflation insgesamt und wie sich die Nominalsteigerung auch zum Baukostenindex verhält. Und egal, welchen Parameter Sie anlegen, haben wir eine deutliche Steigerung, die sozusagen über der Inflationsrate und auch über der Baukostenpreissteigerung liegt. Natürlich haben wir gerade in diesem Jahr eine besonders hohe Inflation. Da habe ich allerdings gehört, dass sich die jedenfalls, was die Submissionsergebnisse angeht, noch nicht so dramatisch niederschlägt. Werden wir sehen, ob es so bleibt, ist klar. Aber ja, es ist am Ende so,
Ich finde, wenn Sie sehen, dass wir ja jetzt quasi vom Doppelhaushalt 2013-14 bis zum Doppelhaushalt 2023-24 den 10-Jahres-Blick haben und wir in dieser Zeit die Mittel verdoppelt haben, dann ahne ich, dass es kaum einen Bereich gibt, wo die Steigerung innerhalb von 10 Jahren so hoch war. Und deswegen kann ich da sehr beruhigt mir das anschauen. Und ich weiß ja auch, dass andere Länder uns fragen, wie habt ihr das in Hessen gemacht? Aber das ist immer so, der Prophet gilt nichts im eigenen Land. Ich jedenfalls schaue mir das an und weiß, dass es gut ist. Und die letzte Nachfrage von Herrn Abgeordneten Garf. Hier ist schon Prophet. Ach, der Messias, Entschuldigung. Vielen Dank, Frau Präsidentin. Sehr geehrter Herr Staatsminister, anknüpfend an meine vorherige Frage, vielleicht werden wir uns ja einig und müssen nicht die Zeitung bemühen. Stimmen Sie mir zu, dass Straßensanierungsmaßnahmen in Hessen nach objektiven Kriterien und nicht nach parteipolitischen Gesichtspunkten geschehen sollte? Herr Staatsminister, Sie haben das Wort. Also, sehr geehrter Herr Garf, wir haben ein Sanierungsprogramm veröffentlicht, wo wir jedes einzelne Stück Straße in Hessen nach objektiven Kriterien haben begutachten lassen, dann ein Punktesystem vergeben für wirklich jeden Kilometer beziehungsweise sogar in 100-Meter-Abschnitten der 7000 Kilometer Landesstraße und dann nach Punkten gesehen zu sagen, wo ist die Sanierungsbedürftigkeit am höchsten. Und genau diese Projekte sind dann ganz oben gelandet und dann gibt es irgendwann eine Abschneidegrenze. Das hat was mit dem Geld zu tun, das zur Verfügung steht. Wir haben zweitens dafür gesorgt, Stichwort Ortsdurchfahrten, dass wir an so einer Stelle dann auch gemeinsam mit den Kommunen auch die Möglichkeit haben, bestimmte Ortsdurchfahrten auch nach oben zu ziehen. Und zwar immer dann, wenn die Kommune soweit ist mit ihren Planungen. Das muss man ja koordinieren bei den Ortsdurchfahrten. Und insofern kann ich Ihnen ehrlicherweise sagen, verstehe ich nicht, wie Sie auf Ihre Frage kommen. Die ursprüngliche Frage hat noch weitere Nachfragen produziert, die aber leider nicht beantwortet werden können, weil wir nach der Geschäftsordnung jetzt am Ende der denkbar möglichen Fragen angekommen sind.